Alle Ehrengäste, vor allen Dingen die Wahlkämpfer, möchte ich herzlich begrüßen. Wahlkämpfer, Entschuldigung. Und darf das Ergebnis bekannt geben, was wir aktuell haben. Wir können es an der Wand lesen. 27 von 28 Ergebnissen hatte ich schon einmal gesagt, woran es liegt. Wir haben, ich mache es natürlich bei dem, der die meisten hatte, 42,53 für den Björn Jäger und 41,52 für die Frau Eckes. Herzlichen Glückwunsch den beiden. Für uns, dass wir in 14 Tagen noch einmal wählen, also am 22.10. Darf mich aber, weil Herr Quatzert auch da ist, natürlich auch insgesamt sagen, ich fand persönlich den Wahlkampf als sehr ausgeglichen, als sehr fair, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Hoffe auch, dass das in den nächsten 14 Tagen so weitergehen wird. Das sollte uns als Demokraten immer natürlich am Herzen liegen und wir schauen einfach, was wir dann in 14 Tagen wieder haben. Und ich möchte nochmal viel Glück, Gesundheit, Gottes Segen allen beiden wünschen. Die Wahlzettel werden vorbereitet ab morgen und dann werden sie wieder rausgesendet natürlich, sodass man dann entsprechend wählen kann. Es ist ein harter Weg. Ich habe es nicht mitmachen müssen, nicht mitmachen dürfen. Das freue ich mich natürlich auch immer wieder. Aber es ist so, dass man diese Ehrenrunde dann drehen darf. Muss man voller Freude machen. Die Wählerinnen und Wähler werden es am Ende dann auch bedenken, denke ich. Ja, sehr verehrter Herr Bürgermeister, lieber Rüdiger, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem liebe Kandidatinnen, liebe Kandidaten. Ich kann feststellen, wir haben einen spannenden Wahlabend erleben dürfen und am Ende des Tages war es auch ein guter Tag, weil die Demokratie gesiegt hat. Wir haben einen spannenden Wettbewerb um die Spitze im Rathaus in Frankenberg. Das finde ich gut. Die Aufgabenstellung ist herausfordernd und die Weiterentwicklung in Frankenberg ist von besonderer Bedeutung für die Entwicklung auch in der Region. Deshalb finde ich es immer gut, dass wir auch genügend Kandidaten gefunden haben. Herr Katzert, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Engagement. Und Sie haben auch ein ordentliches Ergebnis eingefahren. Ich glaube, das kann man auch so feststellen, auch wenn es jetzt zwei gibt, die das unter sich ausmachen werden. Viele Beobachter hatten so schon den Verdacht, dass es irgendwie auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauslaufen sollte. Das sehen wir heute bestätigt. Ich habe es wahrgenommen als einen sehr engagierten, aber sehr fairen Wahlwettbewerb. Das finde ich klasse, das stärkt die Demokratie. So möge es dann auch entsprechend weitergehen. Als kleine Aufmunterung, als hätte ich es mir gedacht, habe ich heute zwei Blumensträuße mitgebracht in weiser Vorausschau. Die würde ich jetzt gern der Frau Eckes übergeben. 14 Tage geben Sie noch mal alles. Und Ihre Mannschaft steht ja jeweils hinter Ihnen und dann wird es auch gelingen, dann werden wir in 14 Tagen einen Gewinner oder eine Gewinnerin führen. Aber so ist ja auch dann Demokratie. Am Ende des Tages kann es auch nur einer werden. Dafür darf ich Ihnen viel Kraft, viel Freude und viel Spaß noch wünschen. Dankeschön. Hintergrund brauchen wir. Soll ich den Beamer mal ausschalten? Sehr gut.
Also ich bin dankbar, dass ich die meisten Stimmen geholt haben durfte hier in Frankenberg für die Unterstützung der Wähler. Ich freue mich ein bisschen, aber nur auf einen weiteren Wahlkampf in der Stichwahl und werde schauen, dass ich die Kernstadt und die Ortsteile wieder zusammenbringe und ein bisschen mehr jetzt den Fokus auf die Kernstadt legen werde. Ich freue mich total über dieses gute Abschneiden und jetzt bin ich gespannt, was in 2 Wochen für ein Ergebnis kommt.